Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. In der heutigen Sendung erhalten Sie wichtige Tipps für eine sichere und rentable Geldanlage. Zu Gast im Studio Diplomkaufmann Helmut Koppermann, Inhaber der Koppermann Consult 24 GmbH aus Wedel bei Hamburg. Er ist ausgewiesener Experte zum Thema alternative Investmentfonds. Hallo Herr Koppermann, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, guten Tag Frau Schneider, vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn dieses Jahrhunderts hat es viele Anlagen gegeben, die sich annähernd, die nicht annähernd die prospektierten Ergebnisse erzielt haben. Daraufhin hat der Gesetzgeber Einfluss genommen. Ist da inzwischen etwas besser geworden? Und wenn ja, was? Ja, in 2014 hat der Gesetzgeber Einfluss genommen. Es gibt seitdem eine BaFin-Regulierung, eine Regulierung des Bundesamtes für Finanzen. Und diese Regulierung hat eben das Ziel, die Probleme der Vorjahre zu verhindern. Was hat sich genau verändert? Ja, die BaFin-Regulierung war sehr erfolgreich, denn seit Mitte 2014 gibt es keine neuen Problemfälle mehr mit Konzepten, die eben dann erst entstanden sind und der BaFin-Regulierung unterliegen. Was hat sich denn für die Berater verändert? Bei den Beratern ist es so, dass es jetzt auch nur noch 8.000 Berater gibt, statt vorher 63.000. Es ist für die Berater jetzt erforderlich, eine besondere Zulassung nach dem Paragraphen 34f, um Beteiligung vermitteln zu können. Was wird denn in der BaFin-Regulierung überhaupt vorgegeben? Ja, es gibt jetzt strengere Vorgaben, zum einen für den Prospekt. Das zweite ist die Kompetenz des Managements. Das dritte ist, dass im Management getrennt sein muss das operative Geschäft und das Controlling. Dann gibt es eine externe Verwahrstelle, die eben verhindert, dass die Gelder in falsche Kanäle fließen, sondern sie müssen halt genau dahin fließen, wie es auch im Prospekt steht. Ja, und dann ist es so, dass eben durch das Berichtswesen die BaFin eine ständige Kontrolle hat. Welche Kontrollen hat denn die BaFin und welche Informationen erhält dann der Anleger? Ja, die BaFin muss monatlich informiert werden, der Anleger vierteljährlich und im September des Folgejahres muss eine testierte Bilanz vorliegen. Und welche Ergebnisse zeigt die BaFin-Regulierung? Ja, die Ergebnisse sind eben so, dass jetzt erstens weniger Berater unterwegs sind. Die Berater sind in den Themen kompetenter. Die erfolglosen Gesellschaften, die vielleicht früher Totalverlust erlitten haben, sind nicht mehr am Markt, sondern sind nur noch mit ihren Altlasten befasst. Die Banken sind weitestgehend aus dem Markt verschwunden, weil die eher Konzepte mit Fremdkapital vermittelt haben, die eben auch dann Probleme gezeigt haben, wie Schiffsbeteiligung, Hollandfonds. Naja, und insofern ist jetzt der Markt sauber geworden. Man kann auch davon sprechen, dass aus dem grauen Markt ein weißer Markt geworden ist. Betrug ist durch die Regulierung eigentlich nahezu ausgeschlossen. Weshalb sind diese veränderten Rahmenbedingungen am Markt so wenig bekannt? Ja, es ist leider so, dass die alternativen Investmentfonds nur in den Fachmedien zu erlesen sind. In der Tagespresse finden die alternativen Investmentfonds nahezu nicht statt. Da kann ich nur mutmaßen, dass es so ist, dass der Einfluss der Banken auf die Presse größer ist, weil diese dort Anzeigen schalten und deshalb eben dort auch nur Konzepte kommuniziert werden, die eben auch in den Banken vermittelt werden. Ein Anleger muss sich halt da ein bisschen mehr informieren, um eben den Zugang zu diesen Konzepten zu haben. Herr Koppermann, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die drei wichtigsten Tipps, wenn es zum Thema Geldanlegen geht, kurz zusammenfassen? Ja, eine Geldanlage sollte ein börsenunabhängiger AIF sein mit den Komponenten Sicherheit und Rendite. Es sollte ein Anbieter gewählt werden, der gezeigt hat, dass er die Ergebnisse erzielt, die er prospektiert. Er sollte seriös sein, kompetent sein. Das Geschäftsmodell sollte verständlich und transparent sein und der Markt sollte auch für die nächsten Jahrzehnte oder das nächste Jahrzehnt zumindest mal ein Wachstumsmarkt sein.
Wenn sich unsere Zuschauer jetzt noch näher zu diesem Thema beschäftigen wollen, wohin können sie sich wenden? Ja, ein Anleger sollte immer eine unabhängige Beratung suchen. Eine unabhängige Beratung biete ich gern. Ich bin deutschlandweit sowohl online als aber auch persönlich unterwegs. Bin alle 4 bis 8 Wochen in jeder Region. Kommen Sie einfach auf mich zu, sodass wir einen Termin vereinbaren können. Das können Sie sowohl online machen als auch telefonisch. Und wir können uns dann ebenso sowohl online austauschen als auch bei Ihnen vor Ort. Herr Koppermann, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute mein Gast im Studio waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.